Guten Morgen aus dem sonnigen Bad Neuenahr und wie immer live aus dem McCain Store in Bad Neuenahr hier. Ja, wir begrüßen euch alle. Ihr merkt, der Frühling kommt ein kleines bisschen, die Krokusse sind da, die Schneeglöckchen sind da. Ja, und unsere neue Frühjahrskollektion ist natürlich auch da, wie ihr schon gesehen habt in der letzten und vorletzten Woche. Ja, und heute zeigen wir euch, einmal habe ich euch unsere schöne Karte mitgebracht, die wir verschickt haben. Wir sind wieder da. Ihr könnt wieder kommen, so wie es aussieht, Montag sogar ganz normal, könnt ihr wie immer in den Laden kommen. Das ist natürlich für uns ganz toll. Diese Woche ging es auf Anmeldung. Ja, und es ist alles ein bisschen wieder in die Gänge gekommen und die Kunden freuen sich natürlich, dass sie einfach wieder stationär irgendwo hingehen können, dass sie einfach ihr Schwätzchen wieder halten können, was Schönes anprobieren können. Ja, und zum Glücklichsein braucht man natürlich was für die Seele, man braucht was fürs Herz und natürlich was für den Kleiderschrank, was Neues zum Anziehen, damit man einfach wieder sagt, okay, neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Ja, und so haben wir uns heute mal, ne, mich mal ganz anders in unserer neuen Kuschelkollektion, da ihr ja sicherlich immer noch viel Homeoffice habt, haben wir natürlich im letzten Jahr wunderschöne Sweaty-Jacken bestellt, die ihr natürlich einfach auch zum Spazierengehen anziehen könnt oder wenn ihr bald auf dem Terrässchen sitzt, weil die ist ganz kuschelig und ganz warm innen drin gefüttert. Dazu gibt es verschiedene kleine T-Shirts und Jogpants und ich finde, so eine Jogpant ist natürlich auch was, womit ich in der Regel zwar nicht im Laden stehe, aber womit man natürlich schick zu Hause im Büro aussieht, womit man natürlich auch, wenn man mal schnell in die Stadt geht oder zum Einkaufen geht, salonfähig, wie wir so schön sagen, angezogen ist. Ja, und als zweites haben wir unsere Simone, die hat heute unsere wilde... Einen wunderschönen guten Morgen! Unsere neue wilde Jogpant an und die ist natürlich auch einfach witzig, sie ist fresh und sie hat so Creme mit Schwarz und so ein bisschen Grün drin. Das haben wir dann mal kombiniert mit einem witzigen Sweaty. Ein schönes Bändchen hier oben. Genau, können wir ein bisschen. Ja, das ist immer ein Bändchen. Können wir ein bisschen essen, können wir ein bisschen Bauch rausstricken am Abend. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und sie sehen auch, wie ihr sehen könnt, ganz gepflegt aus. Ich habe sie mal ganz, wie weit muss ich weggehen? Ich weiß es gar nicht. Mal mit Pumps gestylt, weil das ist auch ziemlich cool. Kathi macht mal ein Spiegelzieh, dass man sieht, man kann die auch mal mit Pumps stylen. So kann ich natürlich jetzt gleich in die Stadt gehen. Muss man ein schnelles Mäntelchen drüber schmeißen. Und ja, ist absolut tragfähig draußen auf der Straße. Naja, und viele gehen hin und sagen, okay gut, das kann ich natürlich anziehen, wenn ich irgendwo hingehe. Die Jogpant ist ja heute, wenn sie schick ist und wenn sie auch was Besonderes ist, absolut salonfähig. Zumindest zum Einkaufen, zum Spazieren gehen und wenn man lässig halt eben zu Hause auch mal Besuch hat, wenn man sich nicht unbedingt, dass die beste Freundin ist, umziehen möchte. Ja, bei Kathi haben wir das ganze Outfit nochmal ein bisschen abgeändert. Ihr wisst ja, man kann immer verschiedene Outfits damit machen, man kann verschiedene Kombinationen damit machen. Simone ist mal vielleicht zu dem und bringt uns die Hose noch in dem Apricot mit. Sie ist gerade nackig, geht gerade nicht. So, hier haben wir ein ganz feines, edles Strickjäckchen, wie ihr seht. So, das Strickjäckchen ist natürlich ganz wunderbar, auch auf alle anderen Hosen zu tragen, auf unsere Lederhosen zu tragen. Ich hole mal gerade eben die Jeanshose dazu. Unser neues Frühjahrsshirt, ja, was die Frauen ja besonders lieben, ist dieser mega schöne Ausschnitt. Der macht natürlich immer einen ganz tollen Hals, der macht ein super schönes Dekolleté und hat einfach herrliche Farben, die zur schwarzen Hose passen, später zur weißen Hose passen, zur Jeanshose passen. Und hier haben wir nochmal die Jeanshose dazu. Kathrin kann die ja ganz schnell mal anziehen. Ich nehme die Jacke mal. Nicht mit den Schuhen. Musst du ganz schön die Schuhe einmal ausziehen. So könnt ihr euer Outfit ja immer wieder verändern. Ihr könnt jetzt sagen, okay, gut, ich muss jetzt doch für 3 Stunden ins Büro fahren. Oder ich habe ein Meeting, wie auch immer, wo ich halt eben irgendwas repräsentieren muss oder einen Vortrag halten muss, online heutzutage. Dann nimmt man die Jogpant weg und nimmt einfach die Stoffhose dazu. Oder es ist ein Mittelding zwischen Jeans und Stoffhose und man sieht trotzdem toll aus. Dann schmeißt man sich schnell Pumps an oder witzige Turnschuhe. Und dann sieht das natürlich auch sehr schön aus, weil die Jacke ist wunderbar und ist natürlich nicht so sportlich wie jetzt so ein Hoodieschen oder Sweatischen, wo man sagt, das ist natürlich jetzt schon einfach sehr sportlich gehalten, während dieses Jäckchen, muss man gerade gucken, was das für ein schönes Material ist. Dieses Jäckchen ist natürlich 80% Baumwolle mit 20% Seide und ist natürlich mega,
mega, mega schön. Und es ist auch fein, sodass es auch mal noch unter dem Bläser passt, damit es ein bisschen wärmer ist, wenn man keine Mantel anziehen möchte. Und hier haben wir schon mal die Hose dazu. Und ihr seht, möchte ich keine Jogpants haben oder Jogginghose haben, dann ist es natürlich auch schön, wenn man eine flotte Jeanshose hat. Und dann ist, sieht man natürlich auch von der Farbe her nicht, dass es eine Jeanshose ist. Ja, genau. Ein bisschen zur Seite, damit man sieht, wie lang die Hose ist. Sie ist knöchellang. Und auch wieder schön mit Turnschuhe oder mit einem Pumps oder jetzt mit Booty, Stiefelettchen, einem Chucks. Alles ist möglich. So, Simone kommt schon im nächsten Outfit. Dein Jäckchen noch. Meins. Kennt ihr das, wenn bei Findet Nemo diese kleine Möwe, die kommt, meins. Ja, unser neuer Frühjahrsmantel. Das ist ein Mittelding zwischen, wie ihr seht, regenfest, windfest. Ne, was wir jetzt ja draußen brauchen, auch wenn wir Bläser anhaben und der Wintermantel endlich in die Garage kommt, dann ist es so. In die Garage. Die Garage, ja, die Wintergarage für Wintersachen. Dann ist es so, brauchen wir natürlich einfach einen vernünftigen Mantel. Der Mantel ist dunkelblau. Hat einen Zipper, hat eine Kordel. Wenn der Pulli unten drunter noch dicker ist oder der Bläser etwas größer geschnitten ist, dann ist es so, könnt ihr das in der Taille selbst variieren, ob schmal oder nicht so schmal. Hier haben wir mal eine Größe 36 bei der Simone genommen. Ja, aber die brauche ich auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch, dass der Mantel jetzt für eine Frau ist, die auch, na, wie man bei Simone sieht, auch mal ein bisschen größer ist. Weil die einen Mäntel sind halt eben für die Frauen, die klein sind, und die anderen sind für die, die halt ein bisschen größer sind. Und das ist jetzt ein richtig schöner Übergangsmantel. Perfekt. Dicker Schal drauf, könnte man jetzt rausgehen, weil hier bei Neuner waren es heute morgens minus 5 Grad. Also die Sonne täuscht, deswegen muss man noch ein Mäntelchen anziehen. Und gestern und vorgestern sind natürlich jede Menge neue Kisten gekommen, mit jeder Menge neue Ware. Herrlich. Simone hat schon mal 3 Tage ausgepackt und ausgezeichnet. Aber das ist jetzt auch mal ein ganz, ganz schöner Jeansanzug. Der ist hier nicht kaputt, sondern nee, es ist bestickt und es ist was drunter. Also keine Löcher. Die Jeansjacke ist gerade geschnitten. Ja, ist jetzt eine 36, also es ist auch eine ganz normale 36. So, wenn die Simone sich mal noch rumdreht. Oh ja, die hat hinten auch noch so ein ganz tolles Stitching. So, dann sieht man, die ist hinten auch super, super schön gemacht und auch ganz. Das Material ist ganz weich. Das ist jetzt nicht so wie so eine steife Jeansjacke, wie wir die vor 30 Jahren im Schrank hatten, sondern das ist ein ganz weiches Material. Wie ihr seht, schmiegt sich das auch schön an. Drängt auch nicht auf, sondern ist einfach süße kleine Jeansjacke. Und unsere neuen Blusen. Unsere neuen Blüschen sind ganz niedlich. Ganz niedlich, ja. Kleinen Kante. Ein kleines Perlchen, was man zumachen kann. Hier vorne kann man vielleicht noch ein Kettchen reinmachen. Und so natürlich gesmoked und hier oben einen schönen Armansatz. Und hier so kleine Fältchen. Und Simone kann, da dreh dich mal rum. Wenn die Monika heute Morgen unsere Modenschau guckt, die hat Simone ihr Lockeneisen mal geliehen und die hat so einen Lockencurly. Und wie man sieht, ne, hat die schöne Locken, Monika. Guck mal, wenn wir zwei solche schönen Locken hätten, das wäre doch absolut ein Traum. Habe ich schon für Monika heute Morgen gemacht. Grüße. Ganz liebe Grüße. Und hier ist die gleiche Bluse nochmal in einem schönen Wollweiß. Bei Wollweiß wisst ihr von der letzten Woche, ne, ein kleines Top drunter anziehen, je nachdem, die ist nicht so ganz durchsichtig, je nachdem, welche Wäsche du anhast. Ja. Also auch da ein bisschen drauf achten, dass man eventuell einen Top drunter anzieht. Man sieht bei der dunkelblauen Bluse, sieht man natürlich nichts. Na, ich gucke mal gerade, bei Simone hat jetzt mintfarbene Wäsche an und man sieht sie weder hell noch dunkel. Dreh dich mal rum. Nein, da sieht man nichts. Und hier sieht man auch überhaupt nichts. Also bei der ganz hellen cremefarbenen Bluse immer ein kleines bisschen drauf achten, sich mal vor den Spiegel stellen. Aha, was sieht man an BH? Sieht man Muster, sieht man Spitze? Das kennt ihr aber jetzt alle schon. Ihr habt ja schon. Richtig, der hautfarbene BH ist immer noch der beste dafür. Habt schon eine Menge gelernt. Genau. Soll ich meinen Klumpatsch hier wieder mitnehmen? Ja, bitte sehr, bitte schön. Also, super schöner Mantel. Ja. Und unsere neue Farbe. Ja, das ist eine wunderschöne Honig, Mittelding zwischen Honig und Senf. Ja, vielleicht Senf. Unsere Buckelstrickjacke. Sehr kuschelig. Die ist natürlich auch, das mögen die Frauen sehr, sehr gerne, anstatt des Bläsers, auch gerade im Homeoffice, weil heute ja so viel online gemacht wird, ist man damit natürlich auch immer sehr schön angezogen.
weil ich sehe, ich bin ja jetzt auch die letzten Wochen in einigen Online-Konferenzen gewesen, auch in Österreich in einer Online-Konferenz gewesen, und da sieht man natürlich einfach auch, wenn die Frauen sitzen, nicht besonders groß sind, doch ihr Business präsentieren, sieht man auch, wenn die Frau dann einen kurzen Hals hat, wenn die dann so einen Bollerschal um den Hals hat, der dann weder in der Farbe zu ihr passt, noch zu ihrem Sweatshirt, was sie anhat, und das Bild halt eben den Raum einfach nur den Schal annimmt, und dann ist natürlich einfach ein T-Shirt mit einer kleinen Strickjacke oder ein T-Shirt mit einem kleinen Blazer oben drüber schöner in der Online-Präsentation, als wenn man jetzt ein Sweatshirt anhat, sowieso ein bisschen mopsig ist und dann noch einen mega, mega, mega dicken Schal darauf hat. Also, hier haben wir unseren schönen Rock, mal kombiniert mit einem gerade geschnittenen T-Shirt. Ihr seht, die T-Shirts sind ein bisschen gerader geschnitten, sie haben kleine Schlitzchen hier, sind hinten klein, Ticken länger wie vorne, sodass halt eben das T-Shirt schön locker über den Rock fällt und auch geeignet ist, wenn man halt eben ein kleines bisschen Bordstein hat. Also auch ein schönes Outfit, der Rock, mega schön, den könnt ihr mit Schwarz kombinieren, den könnt ihr mit Wollweiß kombinieren, den könnt ihr mit Kaki, es gibt eine kleine Kaki-farbene Strickjacke da drauf, oder hier haben wir es mal heute Morgen, ihr kennt uns ja, wir sind farbenfroh und frisch. Passend zum schönen Wetter. Passend zu der ersten Sonne, ganz genau haben wir das schöne Gelb auch genommen. Und das Buckel, der Buckelstrick ist auch ganz, ganz leicht. Die Jacke wiegt also ganz wenig, ne? Ja, nee, die ist super leicht. Super leicht, schönes Material und natürlich einfach auch, wenn wir auf der Terrasse sitzen in ein paar Wochen oder mal irgendwo rausgeht, dann kann man diese Kuscheljacke natürlich den ganzen Sommer über gebrauchen. Sehr schönes Outfit, sehr schöner Rock, sehr schöner Strick, wie immer. Und dann zeigen wir euch noch ein paar kleine Kleidchen. Ich bin mein Mädchen. Wir haben hier Mädchen, ja, richtig. Manchmal muss die Frau zeigen, dass sie Mädchen ist, und Frauen in Kleidern. Ob da jetzt mal, ich bin jetzt nicht der Freund von Kleidchen und mega dicken Booties, aber es wird natürlich draußen in der Mode so getragen, wer das gerne mag. Bei Simone ist das genau das gleiche wie bei mir. Die hat so dünne Beinchen unten. Und wenn man da so ein Stelzenbooty drauf an, nee, so ein Booty drauf an, und dann so ein Stelzenbeinchen drüber rausgucken hat, es sieht nicht besonders schön aus. Und irgendwie hat Simone oder ich, wir haben immer das Gefühl, sieht mal aus wie ein Storch im Sand, würde Oma sagen. Oder ein Bauerntrampel, genau. Deswegen finde ich ein Kleid immer schöner, ne? Meinetwegen mit Turnschuhen oder mit Pumps. Aber das ist ein Kleidchen hier vorne mit kleinen Taschen. Genau, Taschen, und hier vorne sind keine Knöpfe und so ein Miniaturstehkragen. Und ich kann das Material gar nicht beschreiben. Das ist so wie Bettwäsche, so reinkuscheln, und das ist so weich und so angenehm und ganz kuschelig, aber trotzdem dünn. Also das ist wirklich was, wo man sagt, jetzt zum Anziehen mit Strumpfhose oder auch, wenn die Temperaturen was wärmer werden, wo man sagt, das kann man eigentlich ganzjährig anziehen. Und das ist wirklich ein, also ich kann es, ist ein Luxusmaterial. Luxusmaterial. Sie kann auch noch, wenn sie will, ein kleines Bolero, ein kleines Windjäckchen drauf anziehen. Ihr seht, so ist das Ganze sportlich, trotzdem schick, es knittert nicht. Wenn ihr auch wieder reisen könnt, das hat man in jedem Koffer, weil das packt man aus und man kann es natürlich anziehen. Oder wenn kühler ist, halt eben auch der Mantel wieder drauf. Genau. Ja, es ist live, das Telefon klingelt. So, und Katharina zeigt euch auch noch ein schönes Kleid. Und währenddessen... Hallo, Arnold. ...zeige ich euch den nächsten neuen Mantel. Der Mantel geht natürlich auch zu Katis Kleid. Das ist jetzt auch ein Lackmantel. Ich mach grad mal ein bisschen hier richten. So, der ist natürlich windfest. Der ist auch wasserfest. Das heißt also auch ein schönes Teil. Knistert so ein ganz kleines bisschen. Aber ich finde ihn natürlich auch cool. Den kann man morgens einfach mal schnell überschmeißen und kann den einfach zuziehen und kann sagen, okay, wenn es richtig fies ist draußen, ne, dann kann man die Kapuze, habe ich da hinten auch noch eine Kapuze nehmen? Nee. Kann ich die Kapuze mir noch überziehen und habe dann auch wirklich ein windfestes Teil. Und ich finde ihn einfach auch mal schön. Es ist noch was anderes und etwas, was wir noch nicht in unserem Schrank haben. Ja, und hier kommt wieder ein schönes Kleid. Das ist mega süß von den Farben her. Unten hat es eine kleine Stufe, die hier angesetzt ist, wie man sieht. Die ist einmal hier angesetzt und einmal da angesetzt. Dann hat das eine schöne Gürtel, ein ganz dünnes Ärmchen. Und das ist auch wieder wunderschönes Koffermaterial. Herrliche Farben.
Da könnt ihr wieder eine kurze Jacke drauf anziehen, eine Jeansjacke drauf anziehen, den dunkelblauen Mantel drauf anziehen. Also das ist auch ein Kleid, einer für immer Kleid. Der Mantel ist, glaube ich, gerade jetzt ein bisschen groß. Aber ihr seht von den Farben, ist das so, dass Marfay natürlich überlacht, okay? Oh ja, ein bisschen groß. Ein bisschen groß, aber noch ein bisschen unlängst mehr. Schön, dass ihr einfach so. Und ihr seht, die Farben des Mantels, ne, und des Kleides, alles harmoniert ja dann in der ganzen Kollektion auch zusammen. Dass wenn man eben diesen Mantel hat und ein paar Unterteile hat, dann kann man die alle auch wieder miteinander kombinieren. Und man hat die Farbgebung wieder. Auch die schöne Passing, ja, das können wir die mal von hinten mal Katharina sehen. Einfach ein cooler Mantel. Ist wie Mr. Derek im Derek. Ja, wunderbar. Und das war's für heute Morgen. Wir haben noch ganz viel natürlich ausgepackt. Aber wir müssen ja noch ein bisschen was haben für die nächste Woche und für die übernächste Woche. Ja, und wir freuen uns natürlich auf all unsere Kunden, wenn die wieder da sind. So wie wir ja gehört haben, dürft ihr am Montag ganz normal wieder shoppen kommen. Rheinland-Pfalz sagt, okay, die Leute müssen wieder einkaufen gehen können. Man kann denen nicht länger verbieten, immer zu Hause zu sitzen und nicht einkaufen zu können. Ja, und wir freuen uns natürlich auch riesig, dass schon ein Teil unserer Kunden diese Woche da war. Es hat wunderbar funktioniert, auch auf Anmeldung funktioniert das wunderbar. Also seid so lieb, meldet euch kurz an, ruft kurz durch, dass ihr unterwegs seid nach hier, dass wir uns ein bisschen vorbereiten können, weil nach jeder Kundin müssen wir ein bisschen desinfizieren und dann auch diesen Bogen ausfüllen, ne, damit halt eben nachvollzogen werden kann, wann welche Kundin da war, mit Uhrzeit und tralala. Also gebt uns zwischen den Kunden immer so ein bisschen Zeit. Darum ist es lieb, wenn ihr einfach anruft und sagt, ich komme shoppen. Ihr Lieben, Simone ist am Telefonieren. Wir wünschen euch ein zauberhaftes Wochenende, wunderschönes Wetter. Wir freuen uns auf euch, dass ihr alle wieder kommen könnt und wir auch wieder arbeiten könnt. Die letzten paar Tage waren natürlich auch mal sehr viel Warenliefer. Hast du klar, amste Beine, wie ich nach Hause kam. Und die Füße hatte ich auch weh. Dann bin ich vorher wahrscheinlich gewöhnt, viel zu sitzen und jetzt muss ich halt eben wieder wie viel stehen. Und da habe ich doch echt gemerkt, dass meine Beine gar nicht mehr gewöhnt sind, 6, 7, 8 Kilometer am Tag im Laden zu laufen. Also muss ich sie wieder ein bisschen trainieren. Wir freuen uns auf euch. Und es gibt noch per E-Mail ein kleines Bonbon für den Weltfrauentag am Montag. Macht's gut, schönes Wochenende. Bye, bye, eure Walburga.